Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 2 Assassins of Kings und dem Roachweg. Wir werden in dieser Aufnahmesession endgültig den Gargoyle-Quest abschließen. Außerdem haben wir danach noch ein Intermezzo mit Roach vor uns, in dem wir uns entscheiden müssen, ob wir Triss retten oder ob wir versuchen, Anais aus den Klauen von Deadmode und den Catvenern zu befreien. Aufgrund der vorangegangenen Entscheidung aus dem Yorweth-Pfad wisst ihr ja schon, wen wir retten werden, natürlich Anais, weil wir Triss schon im anderen Weg gerettet haben und ich es als blöd erachten würde, wenn wir zweimal dasselbe tun. Wir werden jetzt dieses erste Runenrätsel lösen. Es gibt interessanterweise zwei Lösungen für jeden Raum. Das macht insgesamt sechs Lösungen. Und die bauen sich je nachdem auf welcher Reihen dort steht. Auf diesem komischen Pult. Ich hoffe jetzt mal, dass das klappt. Wenn nicht, bin ich sauer. Okay. Okay. Lösung Nummer 2. Tatsächlich. Was finden wir dort? Wir finden zum einen ein antikes Manuskript und ein Schema. Schuhe des älteren Blutes. Das verschlüsselte Manuskript. Finde jemanden, der das magische Manuskript entziffern kann. Okay. Ich war noch nie darin, gut Russisch zu können. Das wäre das erste. Es gibt noch zwei weitere Siegel. Das eine Siegel ist auf der anderen Seite des Haupteingangs. Und das dritte müsste hinten irgendwo beim Amphitheater sein. Und dieses Schema für die Schuhe, das ist auch ganz interessant, das können wir uns eigentlich mal angucken. Die sind, glaube ich, relativ stark. Ja, die sind relativ stark. Und man kann sie auch leicht craften, das ist das Coole. Wir werden noch das Schema für eine sehr besondere Rüstung finden. Und es kann sein, dass die schon stärker ist als unsere jetzige Rüstung. Ich möchte sowieso mal gucken, ob wir nicht... Seldkirks Rüstung ist nicht so gut wie die Rüstung des Frevlers, schade. Aber vielleicht ja die andere. Die Vran-Rüstung. Der einstigen Zivilisation, die hier einmal gelebt hat. Wow! Nein! Ich will nicht! Ich will nicht! Gut, dass die in diesem Weg für uns nicht stark sind. Mit unserem Zauberer Geralt habe ich da schon mehr Probleme. Aua. Wenigstens kriegen wir in diesem Weg auch Erfahrungspunkte. Das ist ja beim anderen nicht mehr möglich, weil wir schon vollgelevelt sind. Oh mein Gott, mein Leben. Ich will jetzt eigentlich kein Risiko mehr eingehen. Deswegen lösen wir das Problem auf diese Weise. Explodiert der jetzt oder was macht der? Was bist du für ein Bückstück? Ignorieren wir ihn. Und lösen das Rätsel. Eins. Zwei. Und er ist verschwunden. Drei. Das Bückstück hat sich aufgelöst. Moment, wenn ich falsch liege, sterbe ich. Ich liege falsch. Als hätte ich es geahnt. Als hätte ich es geahnt. Gut, dass ich gespeichert habe. Da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen Leben dazu kriegen. Das war jetzt aber nur, weil ich an die Truhe gekommen bin, oder? Ich hoffe es mal. Ansonsten wäre das jetzt echt bitter.
Ich muss zugeben, dass mich dieses Spiel an einigen Stellen wirklich unglaublich aggressiv machen kann. Das ist jetzt einer dieser Punkte. Ich weiß nicht, warum ich sterbe. Ich weiß es nicht. Ich mache jetzt mal eben eine ganz schnelle Rolle. Oder gehe irgendwo hier hin. Ne. Fucking hell, man. Fucking hell. Laden wir also nochmal. Und machen nochmal die erste Scheiße. Und verlieren die letzten 6 Minuten. So. So, wie war das hier nochmal? 1, 2, 3, 4. Eigentlich total billig. Man kann durch simples Ausprobieren ganz schnell drauf kommen. Das ist so billig. Ich habe da auch ehrlich gesagt eine kompliziertere Lösung erwartet als im Grunde 1, 2, 3, 4. Aber gut, die beliebtesten Passwörter sind ja auch 1, 2, 3, 4. Oder Trust No One oder Password. Schön. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ich raff's nicht. Ich raff es wirklich nicht. Schön. Ich bin nicht mal fähig, mir die richtige Kombination aufzuschreiben. Ist das nicht traurig? Es könnte auch, ja. Dann muss es eigentlich diese sein. Moment. Dann weiß ich es nicht. Lassen wir aus. Toll, jetzt kann ich nochmal raus tappen. Mir die ganzen Scheiß angucken. Ich hasse es. Dieser Quest ist ja schon von Natur aus unglaublich nervig. Was ist eigentlich hier drin? Ach, das waren die Pokerspieler. Die wir ja schon alle besiegt haben.
glaube nur im Joveth-Weg noch nicht. Fehlt, glaube ich, noch. Fehlen noch zwei. Bla 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 bla. Yo! Schillert. Schillert wäre wichtig, wenn wir Triss retten wollen würden, was wir ja nicht wollen. Gina. Diddle yourself, pauper. Renault magic, I tell you. Shatter your towers and crystal balls. Break your wands and... Jetzt hoffe ich, dass ich das nächste Siegel überhaupt finde. Das ist, glaube ich, irgendwo hier hinten. Da ganz hinten. Hello. Prepare for your final lesson. Final? But I'll have... Da. Oh, wo führt das denn noch hin? Waren wir hier schon? Eh verschlossen, okay. Aber hier waren wir noch nicht. Nee. Meine Damen. So, hier soll die Kombination angeblich so sein. Eins. Zwei. Drei. Warum funktioniert es nicht? Geht doch. Eden Date. Hose des älteren Blutes. You hold the sword of Aramil, who defied his king's rule. The lord of the wild hunt desires the gene of the elder blood. He seeks to fling open the gates between the worlds so that terror and destruction may reign. The king of the hunt ordered me slain, and the wraiths born of his command assumed living form, pursuing me through the voids between the worlds for centuries. I have arrived at Loch Mween. Though tired, I know I will not rest. The riders of the hunt draw near. On my back, I can feel their deathly breath. Was für ein Schwert haben wir da gefunden? Ach du Scheiße. Eden Date. Offensichtlich ein Schwert eines Reiters der wilden Jagd, der sich dem König der Jagd widersetzt hat. Sehr interessant. Die Hose ist natürlich besser als unsere. Ups. Ganz vergessen, dass das ja nur das Schema ist. Ich meine, wir können uns auch ein Blatt Papier vor den Penis klatschen. Was kann ich denn jetzt mal wegschmeißen? 6 zu viel. Sonst hat die denn mal viel Gewicht. Die Neckarherzen. Weg damit. Und schon passt es wieder. Ja. Also dummerweise habe ich mir für das zweite wohl die falsche Kombination aufgeschrieben. Wobei mir das eigentlich auch schon wieder komisch vorkommt. Prepare for your final lesson. Ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass ich es richtig aufgeschrieben habe.
Dann versuchen wir als nächstes jemanden zu finden, der das Manuskript entschlüsseln kann. Ich glaube, das müsste dieser Typ hier sein, mit dem wir schon mal gesprochen haben. Wer heißt er noch? Dieser hier. Bras von Banart. Er kennt sich ja mit Magie sehr gut aus. Tatsächlich, Manuskript. I found a manuscript that might help. Interesting. This volume is sealed by ancient magic. Only highly valuable things get that kind of protection. Too true. Do you know how to unlock it? I need ingredients that can be obtained from certain monsters. Unfortunately, they don't occur around here. I'll need the pheromones of a Queen Endriga, the blood of a Necca warrior, and the brain of a Bulvor. We can substitute the tongue of a rot fiend for the harpy's egg. Quite a list. I'll see what I can find. Haben wir ja alles. Cool. Ich habe alles. I have the ingredients you mentioned. Was für ein Glück. Unbelievable. Give them to me. We must get the proportions right. Done. Let's see what's in the manuscript. By the gods. What did you find? Instructions. A description of how to forge the legendary sword known as Kaerm. The sword will be yours. You deserve it, Witcher. I will consider forging it an honor. Thanks. So long. Also ein Schema. Will ich mir mal angucken, was das Schwert kann. Kaerm. 15 Bitter, Tete, Generation. Das ist natürlich auch ziemlich mächtig, ne?